Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge der Polski-Plan. So, wir haben hier vom Kowalski einen Auftrag gekriegt, wo wir hier ein bisschen Geld verdienen können. Und das machen wir noch fertig. Das ist sehr gut. Also wie die uns hier ausnehmen, wie die Kirchenmäuse. Nicht das Verkehrteste hier. Ich glaube 10.000 waren es, was wir kriegen. Wie man sah, wie das ist, der Trecker ist nicht die Kanone. Mal im Film mal probieren, ob ich die Bürgermeisterin erreiche irgendwo. Moment, ich muss gerade was regeln. Oh, oh, oh. Sorry. Ich bin eben noch runtergegangen. So können wir nicht hantieren. So. Ja. Zum Besser. Das muss halt immer sein. Ich hab's vergessen. Ich bin überlegen, ob ich nicht hier die Schaltung ausmachen soll, die Automatik. Probier mal gerade, ob das besser geht. Moment. Schaltung. Kann man, denke ich, mit Gangschaltung und auf manuell. Der nun besser geht. Der fährt ja wie in Wien. Auf den Scheiße hier. Ich kann nicht schalten. Der schaltet gar nicht um. Und zurück. Wieso nimmt ihr die Gänge nicht an? Kündiger Trecker. Aber er hat ja nichts gekostet. Schauen wir mal nicht drum. Das ist egal.
Gemüse halt. Ja, hallo? Ja, oh moin! Ja, schau an, wer ist denn da? Ich werd verrückt. Hallo, wie geht's dir? So, ich bin hier auf dem Hof bei dir. Ah, okay. Pass auf, ich bin einen Auftrag am Machen. Ja. Wie findest du mich jetzt? Hast du dir das Navi bekommen von mir? Die Daten, die Karte und alles. Aber ich kann hier überhaupt nichts drauf lesen. Ja, schlecht. Wie erkläre ich dir das jetzt am besten? Du bist jetzt auf meiner Farm. Fährst wieder nach links, raus. Ja. Und da kommt rechts ein Feldweg. Da fährst du geradeaus durch. Da kommst du wieder auf eine Hauptstraße irgendwann. Immer geradeaus fahren. Ja, kann ich mal einen Anhänger hier irgendwo hinstellen? Ach so, stell ihn einfach auf den Hof irgendwo hin. Ja, ich hab noch einen Haufen Papiere mit von dem anderen Grundstück. Ja, die gucken wir nachher. Ja, dann stelle ich den Scheiß jetzt hier irgendwo hin und dann komme ich wieder. Die Kamera von da hin. Also raus und links. Genau. Du könntest auch, pass auf, bleib einfach am Telefon. Ich lotse dich. Ja, warte. Ich kack erstmal hier den Scheiß hier ab. Ja. So. Das ist nicht mein Hof. Doch nicht. Mach ordentlich. Ja, mach der. So, jetzt links, ja? Genau, links hier. Und dann die erste wieder rechts. Oh Gott, oh Gott. Alter, die Polen fahren ja auch wie Sau hier, ne? Ja, da muss ein bisschen aufpassen, die fahren wie die Irren. Ja, ich hatte vorhin gedacht, an der Ampel, die wollen mir die Räder klauen. Vor allen Dingen die Treckerfahrer, also da muss man wirklich aufpassen, das ist sehr gefährlich hier. Ach, scheiße. Die fahren, die haben alle keinen Führerschein, glaube ich. Ja, ich glaube auch nicht. Bist du links gefahren, ne? Ja, na sicherlich bin ich links rausgefahren. Wo bist du denn? Na, hier an so einem riesen Acker, der ist gekalbt hier. Also, okay, fährst du da rum. Okay, dann in den Kreisverkehr. Ja. Rein und 3 Uhr wieder raus. Um 3 Uhr wieder raus? Ja. Wie lange soll ich denn im Kreisverkehr fahren? Nein, du fährst 16 jetzt, Uhr. Du fährst 6 Uhr rein, 3 Uhr raus. Wie eine Uhr, kennst du das? Eine Uhr. Warte mal, hier, 1, 2, 3 Uhr. Nein, das ist falsch. Zurück. Nee, das war der 12. Genau. Nochmal rum, jetzt bist du bei 6 Uhr und jetzt fährst du 3 Uhr raus. Ja, meine ich ja 3 Uhr. Genau, da fährst du immer geradeaus. Gott, hier kommt schon so ein Treckerfahrer von vorne. Oh Gott. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen, die sind sehr gefährlich. Aber seit wann stehen denn bei den Polen Blitzer? Hier bin ich rüber. Ja, da sind wir so ein Poller in der Gasse. Wie so ein Blitzer, bist du geblitzt worden oder was? Nee. Aber hier bin auch. Ziehen die da gleich alles aus der Tasche, nicht nur das Geld, die oder was? Die ziehen da richtig ab, ja. Ach du Scheiße. Also ich habe schon 13.000 bezahlt. So, ich komme jetzt hier auf eine Kreuzung zu. So, da fährst du rechts. Oh, hier hat's geknallt bei den Polen. Da kommt bestimmt gleich ein Abschlepper und klaut die weg. Ah, Maju. Jetzt immer geradeaus. Ja. Immer auf der Vorfahrtstraße bleiben. Okay. Jetzt bleibst du auf der Strecke da, bis du... Hier ist jetzt ein Wald rechts neben mir. Genau, bleib einfach auf der Strecke, ich komme bis zur Kreuzung. Ich komme dahin, dich abholen. Oh gut. Bis du so einen weißen Wald drauf auf der Straße siehst, oder bei der Straße. Hier steht noch ein grüner Pickup. Das ist meiner. Für den Bauern sind wir hier am Arbeiten hier. Ach so, da soll ich warten, oder was? Nee, fahr weiter. Ich bin auf dem Acker von dem. Ach so. Ja, und sonst, wie geht dir das? Ja, ganz gut. Wie funktioniert das hier bei den Polen? Ja, schlecht. Ganz schlecht. Ja, in Holland, da ging alles gut. Ja, deshalb habe ich ja gesagt, du kannst hier hinkommen. Ja, der läuft, der Laden. Ja, das ist wichtig. Das ist eine absolute Katastrophe hier. Die ziehen dich ab hier, meine Fresse. Ja, ich hab noch von einen Haufen Papiere mit. Was für ein Auto hast du denn dabei? Pickup. Deine kackbraune Karre oder was?
Ja, immer noch, ja. Ja, ich bin hier auf der Straße, hier siehst du mich. Ach, hier, da, ja. Fahr hier einfach rein, hier in die Böschung rein. So, perfekt. Wunderbar. Und wird die fahren hier hin? Oh, hey, los auf, ich bin froh, dass ich endlich da bin. Ja, was pissen oder was? Ja, warte. Ja, gib mir kurz Strudel. Oh. Tropf ab. Ja. Weiwei. Weiß ja, dreimal schütteln, zählt alles anders. Ich habe hier ein bisschen Connection zu dem Kowalski. Der ist im Lohner sein Mitarbeiter. Ja. Und der sollte eigentlich den Auftrag, den ich jetzt mache, das sollte eigentlich der Lohner machen. Ne? Aber? Ja, und da hat er mir gesagt, er hätte keinen Bock. Ich soll das machen, ich darf seinem Chef auch nichts davon sagen. Da kriege ich 10 Tonnen Ocken für, wenn wir das Feld hier geackert haben. Oh. Ne? Ja, wie gesagt, das muss ich ackern. Ich habe hier ein Feld wollen kaufen. Da habe ich gesagt, ich wollte das schnell. Hat die Bürgermeisterin gesagt, kein Problem, nichts. Das Feld hat irgendwann um die 70.000 Euro gekostet. Kein Problem. Ja. Wie ich fertig war, habe ich... Ich muss extra mal gucken auf der Rechnung. Das ist unglaublich, was ich da bezahlt haben musste. Das waren... große Summe. 100.000 mal Gebühren. 57.000 Expresszuschlag. Und 37.000 hat Feld gekostet, genau. 37 Feld, 5.000 Arbeitsgebühr, 7.000 bekam die Bürgermeisterin, 5.000 Bearbeitung und 100.000 wegen Expresszuschlag. Was? Rechne mal aus, ich habe das Dreifache für Gebühren bezahlt und Zuschuss, bla bla bla, wie das Feld gekostet hat. Die sind total verrückt hier. Und da sagt die noch rotzfrech, weil ich gesagt hätte, es muss schnell gehen. Ja. Ich kaufe nie wieder was schnell. Kannst du vergessen. Ist absolute Scheiße. Vielleicht sollte ich mich mal mit der Alten treffen. Das wäre eine Idee. So shake hands und so ein bisschen rumkriegen. Ja, mal ein bisschen Arschkriechen machen. Ja, zum Beispiel. Das wäre vielleicht eine Idee. Das wäre echt eine Idee. Wie viele Felder hast du denn hier schon gekauft? Boah, wie viel habe ich jetzt insgesamt? Da bei der Farm war ein bisschen was dabei und ich habe dazu gekauft schon ein paar verkauft. Ich habe jetzt 1, 2 dazu gekauft, 3 dazu. Ja, und der Rest war dabei. Ne, 4 und da oben die Wiese. 5, ne, 4 habe ich dazu gekauft und der Rest war dabei. Okay. Insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier unten habe ich noch eine kleine Wiese. Die 29 hier parallel hinter dem Bach hier. Ja. Hier gehen wir rüber, das ist unsere Wiese. Okay. Wenn du da über den Bach guckst. Da hinten. Das ist unsere Wiese. Also eine von denen. Muss hier noch was gemacht werden? Wenn du willst, kannst du hier weiter pflügen. Auf dem Acker hier. Ja, auf welchen? Hier, den. Bin hier vorne gleich. Genau, hier den. GPS ist eingestellt auf die hintersten Reihen da hinten. Ja. Ach, hier, Feld 30 oder was? Genau. Ich hab gerade hier diese komische GPS. Ist das 30? Doch. Nee, doch. Ja, doch, 30, genau. Nee, doch, ja, was? Ja, hier 30 ist richtig, alles klar. Ja. Genau. Wenn du fertig bist, fährst du da den Traktor dahin, wo mein Pickup stand, ne? Ja. Dann nehme ich deinen Pickup mit zum Hof. Ja. Oder soll ich deinen Pickup hinstellen und fahr mit meinem Beiner, wie du willst? Ja, dann kannst du gleich im Anhänger reingucken und. Dann mach ich ein Papier raus, okay. Ja, kannst du mal gucken. Okay. Ich fahre dann nach Hause. Ein, zwei Rechnungen eventuell bei. Echt? Ja, sind noch 2, 3 größere Maschinen dazu gekommen hier. Ah ja, müssen wir nachher. Ja, die sind aber schon bezahlt, die müssen nur vom Konto umgebucht werden oder was. Ja, das muss also alles nur umgelagert werden, das Geld. Pass auf, ich fahre nach Hause und dann komme ich mit dem Traktor, mit dem Flug, komme ich hierhin helfen. Ja, gut, machen wir so. Alles klar. Wie gesagt, dann fange ich hier an. Dein Pickup lasse ich dann da stehen bei den Bauern oder soll ich den mit tun zum Hof? Nö, kannst du den beim Bauern stehen lassen, dann nimmst du deinen wieder mit. Dann nehme ich meinen mit, okay, alles klar. Zweitschlüssel hast du ja. Ich lege deinen Schlüssel dann aufs Vorderrad. Oder so, ja. Alles klar. Gut, alles dann klar. Gummi, ne? Wie gesagt, GPS ist schon eingestellt, da kennst du dich aus mit. Ja. Und zurück findest du ja wieder, ne? Ja. Alles klar. Bis später, hau rein. Okay, bis später. Aber so, Funk haben wir auch in den Karren hier, ne? Ach, sowas gibt's auch? Ja, natürlich, die sind wir wieder so wie früher. Ja. Geht, ne? Geil. Läuft. Geht, ne? Oh, ich muss Gas geben. Ach, rein. Jo, alles klar. Ups. Alter, sind das für eine Karre hier.
So, auf geht's. So. Fahre ich nach Hause, den anderen Traktor holen und mal vorankommen. Auf geht's nach Hause. So, aber gut, meine lieben Freunde, wie es weitergeht in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo, ein Träumchen, ich fahre jetzt noch nach Hause. Denkt dran, beim Kampf vorbeizuschauen und bis dann, haut rein. Tschüss.